zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir sind hier immer noch im feindlichen Lager. Ich wundere, wo die Verstärkung ist. Hier. Hey, Moment mal! Du bist tot. Was sind die? Warte mal! Du bist tot. Wer schießt da? Nicht übrig zum Begraben. Shit. Du. Oh, du bist der Letzte. Oder? Ja, hier bin ich. Komm her. Shit. Du wirst nicht entkommen. Nur weil du mich jetzt erwischt hast. Es ist aber Zeit für mich abzuhauen. Das ist eigentlich dieser Oberstleutnant-Typen, den ich da platt gemacht habe. Der müsste irgendwo hier gestorben sein. Oder nicht? Gibt's hier noch was zum Plündern? Ne. Doch. Geld. Gut. Jetzt muss ich aber weg. Und zurück zu meinem Kumpel. Komm mal mit. Ich weiß nicht, wessen Tier du bist. Aus dem Weg! Oh. Hey! Geh, schnell! Alarm! Auf in den Kampf! Stirb doch! So! Blöder Wichser! Sollt ihr eigentlich alle von mir? Simba auf! Hier kann ich irgendwas mitnehmen. Ah, Pfeile. Brauche ich nicht. Du bist jetzt mein Kumpel. Entschuldigung, hab dich nicht gesehen. Bayek, wie ist das gelaufen? Gut, sehr gut. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Oh. Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Okay. Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Ein Speer? Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Das klingt interessant. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Ich nehme mal... Nichts. Die Keule. Vielen Dank, mein Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Okay. Danke. Dann rüste ich jetzt meine Keule aus. Ja, den Schild behalte ich. Was habe ich denn da noch Neues? Keine Ahnung, nichts wirklich Kluges. Pfeile herstellen. Da kann ich nichts ausrüsten. Fähigkeiten. Nochmal meditieren. Gewinnen, das klingt nicht schlecht. Bomben, nee. Schlafpfeile. Zeitenbogen. Bewegungspfad. Schwerenangriff, das klingt gut. So.
Schön, dich zu sehen. Kann ich dir irgendwas abrissen? Kann ich dir irgendwas verkaufen? Das. Du findest immer interessante Dinge, Bayek. Das. Sehr wohl, mein Freund. Verkauft. Das nehme ich dir gern ab. Sehr wohl, mein Freund. Also, was ich nicht ausgerüstet habe, kann ich dir eigentlich verkaufen. Verkauft. Kann ich das von dir kaufen? Nee. Okay. Immer schön, dich zu sehen, Bayek. Ja, ja. Freut mich auch, dich zu sehen. Dann machen wir jetzt Wasserratten. Wie kann ich ein bisschen meditieren? Und dann wird es wieder hell. Okay. Cool. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Ups. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Ich wollte eigentlich nicht den Esel töten. Scheiße. Scheiße. Der arme Esel. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nur das hier tun. So. Wo ist die Statue, die ich zerstören soll? Also ich habe keine Karte, doch. Ich will hier zu der Statue, die ich zerstören kann. Komm her. Ich bin zu faul, um zu laufen. Esel, es tut mir leid. Oh. Hey, bist du betrunken? Ich will die... Gefälligst! Ups. Wow. Ich würde die Statue kaputt machen. So. Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Okay. Ah, da bist du. Komm. Und dann gehen wir jetzt hier in die Höhle. Okay. Oh. Sorry. Ja, ja. Achtung, ich reite hier. Würdet ihr bitte mal alle weggehen? Jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Na, ist ja egal. Wir haben jetzt eine Mission und der arme Esel tut mir immer noch leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Der Esel. Ich bin ein Esel. Wow. Gold. Okay, ich muss dahin. Whoa. Okay, du bleibst hier. Ich versuche mich unbemerkt anzulocken. Anzuschleichen, ohne die anzulocken. So.
Ah, das sind nur... Krähen. Oder Geier. Stirb. Verdammt, ich treffe die nicht. Egal. Gibt's hier irgendwas? Nee, ich geh die Suche. Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Wieso kann ich die verdammten Vögel nicht töten? Verdammte Vögel. Was will ich eigentlich die Vögel töten? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht meine ganzen Pfeile verschwenden. Ich muss sie erledigen. Cat? Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. Tschüss, ne? Komm her. Das wirst du noch bereuen. Ich geh mal in den Nahkampf über. Was es dort für mich gibt, außer Pfeile. Nimm die mit. Oh, ich brauche keine. Okay, soll ich zuerst hier runtergehen? Und nimm das mit. Hallo. Mach nur ein Schild. Hier gibt's schöne Schätzchen. Hey! Shit. Hey, Moment mal! Du entkommst uns nicht! So, wo ist der andere? Hier war doch eben ein anderer Typ. Oder nicht? Hab ich mir das nur eingebildet? Ich wollte nicht einen Vogel rufen. Ich wollte sehen, wo ich hier was plündern kann. Eigentlich. Pfeile brauche ich wahrscheinlich immer noch nicht. Da ist auch noch was. Gold. Schon seltsam, wo die Typen ihr Gold überall verstecken.
Ich muss noch Schätze finden. Shit. Weich doch aus, au. Du stirbst. Du Verdammter. Hey. So. Das war's. Die Verdammten kommen so schnell nicht zurück. Gott sei Dank. Okay. Was gibt es jetzt hier noch für Schätze? Irgendwo soll es noch Schätze geben. Finde eine neue Quest. Ja, ja. Das will ich jetzt gerade nicht. Ich möchte hier noch den Schatz plündern, der hier irgendwo sein soll. Oh. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Ja, hab ich. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni. Ja, ja, danke. Aber ich will noch einen Schatz. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Ich weiß nicht, wo mein Schatz noch ist. Wo ist der Schatz? Da oben? Warte, da war auch noch was. Ah, nee, nur Pfeile. Ist hier mein Schatz? Ich brauche die Fackel nicht mehr eigentlich. Was zeigt's mir da oben an? Du könntest die Fackel eigentlich wegwerfen. Nee, das stimmt nicht. Upsi. Geh mal da runter. Runter! Aber wo denn? Ich verstehe es nicht ganz. Wo ist der dritte Schatz? Es ist mir ein wenig suspekt, weil ich nicht weiß, wo ich suchen soll. Kann ich irgendwie... da reinsinken? Da. Oder? Ja. Gut. Dann können wir ja jetzt weggehen. Kann ich mit dir reden? Nee. Ich muss mir eine neue Quest suchen. Ist mein Pferd noch da unten? Es ist noch da. Komm mal her. Hey. Was kommt? Quests. Was ist denn?
Feuerpfeile schneller als man Hippopotamus sagen muss. Ich rüste mal den aus. Der macht den meisten Schaden. Ziel, da habe ich nicht wirklich was Tolles. Ich habe lieber mein Schwert, weil es schneller ist. Kommt der ja schon entgegen. Doch, ich will die Karte. Dann machen wir hier noch eine Quest. Was ist da noch für ein Fragezeichen? Wir gehen zuerst zum Fragezeichen. Pferd! Läufst du vor mir weg? Das finde ich nicht nett. Nee, du drehst dich einfach nur um, damit ich schneller aufsetzen kann. Danke. Das ist nett von dir, Pferd. Gehen wir jetzt zu dem Fragezeichen. Okay, da kann ich nicht rüberspringen. Dachte schon. Ja, ja, meine. Ich weiß, was ich tun muss. Sorry. Whoa. Steig mal ab. Halt! Keinen Schritt weiter! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Okay. Dann tun wir das jetzt auch. Hey, was? An, ob es irgendwo einen Schatz gibt. Ja, da im Haus. Ich den Hauptmann töten und den Schatz plündern. Die Frage ist nur, wie kommen wir ins Haus, ohne gesehen zu werden? Wir schleichen uns rein. Oder auch nicht. Wir gehen einfach rein. Und nehmen alles mit. Befehl an die Patrouille. Vielleicht habe ich geträumt, aber ich sah seltsame Silhouetten auf dem Amanai-Hügel nördlich unseres Lagers. Wir sind von Gräbern umgeben, was mir Schauer über den Rücken jagt. Ich wage es nicht, auf den Hügel zu steigen und nachzusehen, ob das, was ich sah, ein Mensch, ein göttliches Wesen, eine Form des Ka oder noch schlimmer, ein dämonischer Geist ist. Niemand aus dem Lager wagt sich dorthin. Ich drohte ihnen sogar, dass sie eine Woche lang keinen Wein bekommen und sie sagten, wenn es ein Monat wäre. Tapferer Soldat der Patrouille, ich befehle dir, opfere deine Seele für mich und beschaffe diese Information. Möge Amun dir beistehen, Cheops. So, so. Ich sehe keine Soldaten. Das finde ich ein wenig seltsam. Ich kann hier plündern, wie ich will. Hey, wer? Shit. Einer hat mich gehört. Hey! Der Tod wartet. Ist jetzt irgendjemand gesehen? Gehört? Da ist der Hauptmann. Wie tollwütige Hunde. Man weiß nie, wann sie plötzlich zubeißen. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Mist. Alarm! Alarm! Es kommt keiner. Hey, wer... Jemand muss dich begraben. Moment. Stirb, du Wurm! Dein Leben ist verwirrt! Mist! Du bist Wurmfutter! Mist! Wir haben hier Ärger! Alarm! Alarm dich doch selbst! So. Ich soll dich holen. Stell dich! Ah, ja! Wer wagt es? Mich Hallo? Zu beleidigen. Merkwürdig. Ja, da oben bist du. Naja, dann.
Rendern wir noch ein wenig. Nehmen wir alles mit, was wir können. Ups. Ich sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. Na dann komm her. Hey! Lin ist sinnlos! Okay, ich sehe dich. Komm her. Aber wir töten ihn. Ich will ihn töten. Danke. Es ist keiner mehr hier. Aber wo ist der Schatz? Der Schatz, der Schatz, der Schatz. Ah, da gibt's noch viel mehr zum Plündern. Noch viel mehr. Hier. Wo ist der Schatz? Leute. Backst du gerade? Wo ist der Schatz? Verdammt. Da oben? Ja. Offenbar schon. Sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt noch diese Quest hier. Was ist das da eigentlich? Ah, Sliver. Das machen wir noch. Hui. So, das war lustig. Pferd? Pferd. Der Vogel hier ist auch seltsam. Bums. Was gibt mir das? Nicht viel. Was ist jetzt mein Pferd? Hab ich kein Pferd mehr? Doch. Ich habe wieder nur so dumme Waffen, die keiner will. Pferd. Mein Pferd ist weg. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Wir laufen noch da hin. Und dann müsste es das eigentlich wieder gewesen sein. Shit. Ich brauche doch Leder. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich nehme den direkten Weg, komm. Spielt keine Rolle. Er kann ja sehr gut klettern und dann spart uns das einiges an Zeit. Paar hundert Meter noch. Wo denn? Runter. Irgendwo muss ich runter. Na gut, dann gehen wir halt wieder runter. Und hüpf. Das ist nicht lustig. Und hüpf. Antworte mir. Hi. Fenuku. Es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira?
Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chensia zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chensira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Okay. Gut, dann machen wir als nächstes die Quest. Und... Und dann haben wir auch irgendwie cool. Aber wir machen mal den Luftangriff. Gut. Aber bevor wir in diese Höhle gehen, lassen wir es für heute gut sein. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!